Ich merke, die Leute auf dieser Arche werden alle langsam wahnsinnig. Bin mir nicht sicher, wem ich trauen kann auf dieser Arche. Allerdings glaube ich eher, dass du reinen Herzen bist, als unser derzeitiger Kapitän. Wurde du einer Seelenprüfung ohne weitere Kompromisse zugestimmt, hat er sie abgelehnt, bis weitere Beweise gefunden werden. Ich. Er ist ein Effortgeweihter, der seinen Namen der Weihe abgelegt hat. Er ist ein Effortgeweihter, der eine Arche anführt, statt sie zu vernichten. Ich weiß nicht, was ich von diesem Mann halten soll. Bin Wir gerade kennen ihn um. schon länger. Er hat für euch ausgesagt. Ich weiß nicht, was ich von euch halten soll. Aber sagt mir, was ihr über ihn denkt. Er begleitet uns lange. Er hat sich immer tapfer für die Götter und ihr Volk eingesetzt. Der Dienst auf der Arche, die Steuerfrauen unter Kontrolle zu halten, ich glaube, er zehrt an ihm. Ich hatte einmal das schwarze Schwert in der Hand und es spricht unentwegt. Flüstert dann zu. Und die. Es draußen zu halten, ist kräftezehrend. Vielleicht sollten wir ihm eine Weile Ruhe angedeihen lassen und ihn sich darauf konzentrieren lassen, die Schwestern unter Kontrolle zu halten, ohne ihn mit den Tagesgeschäften zu belasten. Wollt ihr ihm dieses Schwert abnehmen? Was, wenn er es nicht gestatten will? Ohne das Schwert hat er keine Kontrolle über die Arche mehr. Ihr wollt es ihm abnehmen. Was wollt ihr tun, wenn er es nicht gestattet? Er ist der Herr der Arche, das mächtigste Geschöpf an Bord. Wenn wir jemandem das Schwert abnehmen müssen, muss dies entschlossen geschehen. Ich weiß nicht, vielleicht ergreift es Besitz von Leuten, die es zu lange halten. Seht ihr das? Ich halte mal die Hand hoch, die immer noch ein wenig geschwärzt ist, nehme ich an, Frosty. Permanent. Oh, permanent. Seht ihr das? Ich habe es einmal gegriffen. Damals, als wir es in Besitz nahmen. Und das kam dabei raus. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, sich jeden Tag halten zu müssen. Sind meine Hände auch ähnlich geschwärzt nach der Berührung von diesen Bellalab Waffen? Nee, oder? Interessant. Oh, Weiß ich nicht. überlege gerade. Ich bitte euch. Magiekunde oder Götter und Kulte? Könnt ihr euch aussuchen, das Schwert um 7. Oh nee, das geht auf Klugheit. Nur eins, ja? Eins von beiden könnt ihr euch aussuchen. Bin immer Na, noch erdrückt, ne? Magie oder Götter und Kulte? Du bist Bin immer jetzt noch ja noch erdrückt. quasi nach der Schlacht. Das dann nicht geschafft wegen der 15. Ich hab's auch nicht geschafft. Muss auch Geheimes wissen. Alles klar, gut. Ich flehe euch an. Blickt mir in die Seele, wenn ihr unbedingt müsst. Aber macht diesem Wahnsinn ein Ende. Nun, ich bin auch nur ein einfacher Diener des göttlichen Neuen. Meine Kraft ist endlich. Ich werde mein Möglichstes tun. Und ich werde Bereitet auch euch. versuchen, die Geburt an diesem Unwesen zu verhindern. Vielleicht könnt ihr ja eure Göttin um Rat bitten. Ich denke, wir werden einige Zeit hier bleiben und unsere Wunden lecken müssen. Du siehst auch, dass um Achmat herum inzwischen doch langsam schon so eine Art göttliche Aura entsteht. Er ist inzwischen schon bei 30 Entrückung. Leicht rotes Glühen. Und er schaut dich an und meint: Nun, wenn es Ronras Wille ist, dass ich die Wahrheit finde, dann wird sie mir die Wahrheit zeigen. Mit den Worten hinaus. Bleibe dann noch 10 Minuten lang sitzen. Schaue, ja, teilweise leer auf die Zeltwand und teilweise auf das mittlerweile zu Staub zerfallene Schwert in meiner Hand. Was auch immer davon noch übrig ist.
Wenn Ahmad dann sieht, dass die anderen da ein Grab ausschaufeln, dann würde Ahmad ihnen da auch helfen. Allerdings so weit möglich weg von Ephadar ist wie möglich. Ja, es sind viele, viele Tote. Wie gesagt, 30 auf eurer Seite und noch mehr auf Kamot und Rote Legion, Söldner. Da dürft ihr sehr, sehr lange dran schaufeln. Könnt ihr natürlich auch ein bisschen getrennt voneinander beerdigen, je nachdem, wie ihr wollt. Könnt ihr auch dann weiter nach außen gehen. Müsstet ihr euch überlegen, wo der, ja, der Bohrenanger hin soll. Wenn du da ankommst, siehst du, wie neben dem Loch, was er da aus gerade schaufelt, Janisch Akran eingeschlagen einfach auf dem Boden liegt. Ja. Davon nickt er einmal zu. Nun, ich sehe, ihr habt dieses Schwert immer bei euch. Lasst ihr es irgendwann mal auch auf der Arche zurück. Ja, wenn ich das Schiff verlassen muss, manchmal bei Magister Brandigian. Er kennt sich mit diesen Zauberei-Gegenständen aus. Wer ist dieser Brandigian? Ein Freund, ein gelehrter Herr. Weiß gar nicht, wo er sein Studium absolviert hat. Er ist ein Kollege der Magistra Kura. Ein Raskerner. Er hat sich verkrochen in sein Alchemielabor. Ich glaube, er studiert die Bücher des alten Borgmagers. Myria und Yalan haben das Schwert schon angefasst. Es hat ihre Seele verletzt. Man kann es sehen, sie treiben ein schwarzes Mal. Ich. Ach, Ahmad. Ich. Einmal bin ich unter den Wellen versunken. Eifern stößt die Schaufel in den Boden. Einen weiteren Schaufelhub Erde hoch. Ich wäre fast ertrunken und dann ist mir einer der Boten der Herzogin der Tiefen erschienen. Er hat mich mit Fähigkeiten ausgestattet. Ich kann jetzt zaubern. Nicht so wie Magistra Kohlrab oder so, aber ich kann ein paar Dinge. Und scheinbar kann ich auch dieses Schwert in die Hand nehmen, ohne dass es meine Seele verbrennt. Du siehst, dass Ahmads eigentlich bronzefarbene Haut ein wenig weißer wird. Und dann flüstert er dir zu: Das liegt daran, dass du deine Seele bereits verloren hast. Und dann schaut er dich einfach nur mit geistesentsetzten Blick an. Nun, noch verweilt meine Seele in meinem Leib. Und ich hoffe und ich weiß, dass wenn wir diesen Krieg erfolgreich zu Ende bringen, er, der Herr, Vater von Wellen, von Flut und Ebbe, dass er meine Seele sicher ins Paradies hinüberführen wird. Du siehst halt Ahmad, da sich den Kopf fällt, als hätte er gerade immense Kopfschmerzen. Ja. Was? Ja. Habt einen Pakt mit der Herrin der tiefschwarzen See und erwartet, dass Effert euch verzeiht? Das schaut euch Arkon Typhon entsetzt an. Herr Bruder Ahmad, wie kommt ihr darauf? Nun, ihr verweigert es, dass ich eure Seele prüfe. Daraus schließe ich, und aus den Sachen, die ihr bis jetzt gesagt habt, ihr kein götterfürchtiger Mann mehr seid. Siehst du, dass Ahmad dich zähneknirschend ansieht? Bist du schon mal auf einem Schiff gefahren? Nein, jetzt ist ein Nefer diesem Kapitän geworden. Das passiert selten genug. Eigentlich bewarten wir immer. Aber wenn die Männer nach so einer verheerenden Schlacht auch noch hören, dass ihr Kapitän angeschuldigt ist, ein Dämonenbündler zu sein. Ach Macht, hättest du die Prüfung nicht vor den anderen Offizieren angesprochen? Ich weiß nicht, ob ich zugestimmt hätte.
Aber so, wir dürfen das Vertrauen der Männer, das sie in uns haben, das sie in mich als neuen Kapitän haben, nicht weiter belasten. Ich meine, Adam ist ein guter Mann. Die Anschuldigungen, die vorgebracht wurden, sind leider alle wahr. Ich hoffe, dass die Männer weiter ihm vertrauen werden, dass sich hier bald eine gerechte Lösung für alle findet. Eine gerechte Lösung wäre euch ebenfalls vom Amt entheben. Jemanden, der noch nicht in Niederhöllen verfallen ist, Kapitän einzusetzen. Ich bin dem Schutz der Zwölfe verpflichtet. Ich bin verpflichtet, dass die Arche nicht in Feindes Hand gerät. Doch wie es aussieht, habe ich dem Feind direkt in die Hand gespielt. Arche und Typhon, nein. Euer eigentlicher Name lautet Ephadias und das wisst ihr. Ihr müsst versuchen, eure Seele wieder zu retten. Doch das, was ihr zurzeit tut, ist falsch. Und das wisst ihr auch. Tief in eurem Inneren wisst ihr, das, was ihr macht, ist falsch. Ihr seid ein Diener Ephads und nicht von der Herrin der tiefschwarzen See. Ihr seid dort drinnen. Du siehst, dass Ahmad so mit seiner Faust auf deine Brust deutet. Dort drinnen spüre ich noch einen Willen, gegen tiefschwarze Herrin zu kämpfen. Du warst früher ein Götterdiener. Doch du warst im entscheidenden Moment schwach. Doch, du kannst dich läutern. Du kannst den Pakt mit ihr brechen. Aber ich werde nicht unter einem Mann segeln. Ich werde auch nicht zulassen, dass ein Mann wie du diese Arche steuert, solange er mit ihr im Bunde ist. Verstehst du das? Ich werde dir helfen, aber nicht bei dem Weg, den du einschlägst. Standen wir heute nicht auf dem gleichen Schlachtfeld? Haben wir heute nicht gegen die Dämonenbündler, gegen die Paktierer und die Kamortgardisten auf dieser Seite gekämpft? Wir du, tapfer, und ich gegen den Holzgolem. Wir haben die Waffe der Dämonen benutzt, um einen anderen Dämonen einen Streich zu schlagen. Daraus gewinnen wir nichts. Hör zu, Ephadaios. Die Erzdämonen sind mächtiger, als du glaubst. Sie werden dich ihrem Willen unterwerfen. Ich weiß noch nicht, welche Ausmaße sie bei dir erlangt haben. Aber ich habe viele Leute gesehen, die dem jenseitigen Mordbrenner anheimgefallen sind. Auch heute habe ich einen von ihnen bezwungen. Diese Männer denken, sie tun das Richtige. Aber sie spielen nur den Dämonen in die Hände. Die helfen niemanden. Und auch du hilfst niemandem. Euer Gnaden, vergesst nicht den Eid, den ihr abgelegt habt, als ihr an Bord dieses Schiffes gekommen seid. Ich habe gelobt, dieses Schiff und seine Besatzung zu schützen. Die blutige See zu befreien. Das Perlenmeer, wie es einst hieß. Ich will es zurückbringen. Der Eid eines Paktierers ist wirkungslos. Keiner der Götter wird diesen Eid anerkennen. Pass auf, es gibt hier einen Mann, der diese Arche kontrolliert. Und ich werde nicht zulassen, dass du mich absetzt als Kapitän. Das nächste wird sein, dass du diese Arche vernichten wirst. Dabei, sie unsere größte Waffe. Jetzt nicht die größte Waffe der Zwölfe. Verschwinde! Hier soll Borons Stille die Leute ins Paradies hinüberführen. Wegtreten! Nicht ich bin derjenige, der verschwinden sollte, sondern ihr! Ihr hebt nicht ein bohrengefälliges Grab aus, sondern ein Sünderpfuhl von Leichen, die wieder sich erheben werden gegen die Zwölfe. Ihr seid es, der verschwinden sollte. Typhon dreht sich um und schaufelt weiter das Grab. Ja, dann würdest das du merken, dass... Da weiter rum. Ja. Gut. Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit der Situation, aber... Ja. Ahmad würde sich tatsächlich jetzt erstmal umdrehen und woanders hingehen. Okay, was ist mit den anderen? Romilly, Kiaras, Jana.
Ja, ich sitze gerade im Schatten eines Gebäudes an eine Wand gelehnt, doch schon ein bisschen fertig, hab mir einen ersten Schnaps gegönnt und versuche das Brennen in meiner doch schon noch angeschlagenen Kehle zu ignorieren. Hab Jarlan zu mir gerufen, um mich mit ihm zu unterhalten und ihm einen zweiten Becher gegeben. Oh, Jarlan hat diesen Becher dann auch einmal freudig angenommen, ihn einmal in das Fass getaucht und sich dann auf den Rand gesetzt. Mach den nur noch in einem Zug leer. Ist das Schnaps oder Wein? Reiswein. Okay, mach den in einem halben Zug leer und huste die Hälfte aus. Ja, was? Ich dachte wirklich, ihr würdet das nicht schaffen. Unser aller Herr Boron hat mich wohl wieder rausgeschmissen. Er wollte mich wohl noch nicht an seiner Tafel. Nun, es wäre ein Verlust für die Frauenwelt, würde ich meinen, wenn du jetzt schon zu ihm gehen müsstest. Dem kann ich nur zustimmen. Raya hat mich wohl wieder zurückgezerrt. Euer Wohlgeboren. Ich weiß, es ist warm, aber warum habt ihr nichts an? Spielt es noch eine Rolle? Ich denke schon, ja. Ich war gezwungen, die Kleidung auszuziehen, weil ich dezent in Flammen stand. Und dann lasst euch doch drin neue geben. Ja. Ich richte mich mal ein bisschen immer noch schmerzverzerrt wieder auf, streif meinen Mantel ab und werf ihm den zu. Werf ihr den zu. Ihr zieht euch das über. Lilly schaut auf den Mantel, schaut zwischen euch beiden hin und her. Ach, wie ihr meint. Etwas widerwillig zieht Rumli ihn. Na, so halb über. Ich meine, das hier sind ja bei uns herrschen schließlich keine allanfahrender Sitten, dass man so rumlaufen könnte. Ja, ich könnte. Nein, nur. Hier herrschen offenbar andere Sitten. Magistra ist auch von Sinnen. Sie will unbedingt die Arche mit dem, was uns noch bevorsteht, erforschen. Evadarios, ich weiß nicht, was ich von ihm noch halten soll. Ich denke, die Bürde lastet einfach zu schwer auf ihm dieser Tage. Wir sollten ihm ein wenig Ruhe gönnen. Ah, da kommt ja Ahmad. Wo ihr gerade einfach erwähnt, ich taste mal so an meinen Taschen rum und merke dann so, wo sind meine Zigarren mit dem Ilmenblatt? Ja, Ahmad würde dann auch auftauchen und würde dann einfach nur zu Jan sagen, ihr traut diesen Leuten? Oh, schwere Frage. Ich traue ihnen insoweit, dass sie bis jetzt gute Werke zusammen vollbracht haben. Das muss nichts heißen. Wo liegt euer Problem, euer Gnaden? Ich würde gerne etwas mit Jan angreifen und Fatamoro sprechen. Er steht dann auf. Die Falschheit in einer Tat an, die ich begangen habe. Steht auf, drückt Romilly aus dem halben Auge den Becher in die Hände. Natürlich. Romilly ignoriert den Becher, gibt Kiaras seinen Umhang zurück. Ich habe auch noch eine Aufgabe zu vollbringen. Ich kneif die Augen zusammen und guck dich an, was du jetzt nackt machen willst. Nun, Romilly wird sich eine Schaufel besorgen. Selbst dafür sorgen, dass ihre Hexenschwester ein anständiges Begräbnis erhält. Ja, was heißt anständiges Begräbnis für eine Hexe? Für Satuaria? Sie wird begraben. Möglichst dicht am Waldrand. Also hier unten so. Allerdings gehe ich definitiv nicht in den Wald hinein. Und ich spreche dann in Gedanken ein paar Gebete zu unserer Göttin. Okay. Ja, dann schaut er nochmal halb kopfschüttelnd, halb, hinterher schauend hinterher. Wendet sich dann wieder an Ahmad, als er realisiert, wo er steht. Euer Gnaden? Wir müssen Jagol Triedkötter aufsuchen. Natürlich, der. Ich glaube, ich habe ihn auf der Arche gesehen. Er wollte noch. Das sollte er sein. Lasst uns dorthin gehen. Da ich mich besser auskenne, gehe ich vermutlich einfach mal voran. Erster Halt, Quartiere.
Ich bleib dort sitzen, mach die Augen halb zu und trink noch einen Becher. Ja, Jagold sitzt höchstwahrscheinlich gerade bei den Schützen, hat sich mit denen unterhalten, seine Rüstung abgelegt und hat wohl auch massiv geschwitzt während des Kampfes. Hat sich da wohl dann eher darauf konzentriert, Jalon aus dem Weg zu gehen und sich dann den Schützen eingeordnet, gemeinsam mit seiner Knappin. Und dann könnt ihr ihn dort antreffen. Wenn ich reinkomme, wenn er mich anguckt, ich vermeide es, Blickkontakt aufzunehmen, senke einfach nur kurz den Kopf, trete dann an die Seite, damit Achmed hinter mir reinkommt. Euer Wohlgeboren, man nickt einmal Jagol zu. Euer Gnaden. Ich habe einen Fehler gemacht, erst heute erkannt habe. Ich wurde von den Dämonen getäuscht. Auch wenn die Anmaßungen und Planungen dieses Mannes hier frevelhaft erschienen, auch wenn seine anderen Taten vor Gericht scheinbar andere Ausmaße erreicht haben, die ich so nicht erwartet hätte, habe ich dem falschen Mann, beziehungsweise wurde dem falschen Mann das Kommando übergeben. Deswegen würde ich alle Anklagepunkte gegen diesen Mann hier vor mir zurückziehen. Und ich würde gerne mit euch darüber sprechen, dass ihr ihn für unschuldig erklärt. Nun, die Gerichtsverhandlung ist vorbei. Es war nicht Kaios, der mich geleitet hat, sondern sein Widersacher. Und der Mann, der nun das Kommando über das Schiff hat, ist nicht in der Lage, dies weiter zu tun. Ich habe mich selbst überzeugt, der Mann ist verrückt. Nun, wenn ihr die Anklagepunkte fallen lassen wollt, dann werdet ihr sicherlich mit Iro Gnaden bzw. Der hohe Herr von Schnattermoor ist als ehemaliger Kapitän und von gleichem Adelsrang wie ich. Ich würde einfach sagen, soll er die nächste Verhandlung führen. Lasst mich da aus dem Spiel. Natürlich. Ich nicke nur einmal. Wenn ihr der Meinung seid, dass sein Gefluche und sein nicht sehr preisgefälliges Verhalten zu entschuldigen ist, dann steht euch das gerne zu und das werde ich nicht anzweifeln. Es ist eher zu entschuldigen als das, was ich über den derzeitigen Erfahrung gebracht habe. Ich werde, wie gesagt, ich werde keine zweite Verhandlung gegen irgendjemanden führen. Wenn ihr der Meinung seid, dass die Anklagepunkte restlos fallen gelassen werden, dann... Ich wollte nur euer Einverständnis bekommen, dass dieser Mann hier wieder der Kapitän dieses Schiffes werden kann. Wer bin ich, dass ich den Willen eines Rondrianers anzweifle? Hab Dank für eure Weisheit und verneigt sich einmal vor ihm. Nun, ich lasse erstmal das rausgehen. So. Ich würde jetzt auch mit dir irgendwo in so eine Seitengasse gehen, also in so ein. Er sagt dann noch zu dir: Einen Moment bitte. Natürlich. Hört sich auch nochmal zu Riedgötter um. Jagold, es tut mir leid, dass ihr dort hineingezogen wurdet. Was möchtet ihr jetzt von mir hören? Nichts, schätze ich. Ich ab und verlasse den Raum. Akon wird nach dem Gräber schaufeln. Festgehen und einen der Hauptmänner aufsuchen, Oberleutnant Brachhorst. Oberleutnant! Ja, Herr Kapitän. Steht nicht auf, ich brauche ein paar zuverlässige Männer. Wer ist denn gerade im Dienst? Also, ich kann selbstverständlich welche abstellen. Ein paar, die noch bei Gesundung sind, habe ich auch an die Mauern gestellt, damit wir nicht angegriffen werden. Damit die Leute, die aus dem Wald wieder zurückkommen,
naja, uns nicht in den Rücken fallen. Andere stehen zur Bewachung der Gefangenen bereit, aber etwa 10 Mann könnt ihr euch noch entbehren. Gut, mach das. Es wird nachher ein paar Belobigungen geben. Ihr habt heute auch sehr gute Arbeit geleistet. Es gibt aber auch ein paar Dinge, die nicht so schön gelaufen sind. Genießt den Abend. Ja, vielen Dank, Herr Kapitän. Dann suche ich mir die 10 Leute, die jetzt nicht mehr von meiner Seite weichen sollen. Und ich werde sie instruieren, dass es heute Abend noch zu einer unschönen Situation kommen könnte. Und dass ich auf ihre Treue zum Kapitän und zum Reich schaue. Zehn leichte Infanteristen. Schild und Schwert. Nun, Jalan, beziehungsweise baldiger alter Kapitän. Ich habe herausgefunden, dass Ephadaios, ja, er ist vom rechten Pfad abgekehrt. Möchte seinen Kapitänsposten freiwillig wieder hergeben. Möchte ihn wieder zurück auf den rechten Pfad führen. Doch dies kann ich nicht, wenn er weiterhin Kapitän einer Dämonenarche ist. Ich würde ihm gerne helfen, doch er sieht meine Hilfe nicht als Hilfe, sondern als Anfeindungen meinerseits. Ich denke, wir alle werden, wenn das hier vorbei ist, ein wenig Hilfe brauchen. Ich denke, wir alle werden das ein oder andere zu büßen haben. Ich werde mit ihm reden. Er wird sicherlich zur Vernunft kommen. Mein Prinz, es wäre doch so einfach. Ein Halbgott auf einer Arche. Was sollst du hier offen herumstehen? Du weißt doch genau, was jetzt folgt, nicht wahr? Du könntest sie ertränken. Allesamt. Alle. Du weißt, was es dazu braucht. Nur ein bisschen Willen. Spülen wir sie einfach vom Strand. Nimm die Arche. Und während sie hier feiern, laufen wir davon. Was sollen sie schon tun? Nein. Nein, noch ist es nicht vorbei. Ah, da vorne kommt Jalan. Jalan, setzt euch. Oh, Ephalaios, hier seid ihr. Blicke nochmal nervös über die Schulter zu Ahmed. 10 leichte Infanteristen mit Schild und Schwert an ihrer Seite. Wollt ihr denn jetzt schon auf Kundschaft gehen? Lass uns doch erstmal mal den Sieg feiern. Ei! Akontai von Ei hebt die Stimme. Ei, es ist Zeit zu feiern. War ein guter Sieg heute. Und einige von uns haben sich besonders hervorgetan. Jeder der Offiziere wird einen besonders tapferen Mann benennen. Er soll 10 güldene Dukaten erhalten und einen Brief, in dem ich ihm seine Taten bestätigen werde. Ich benenne heute dich, Ogdan, erster Maat. Mutig hast du die ehemaligen Piraten in die Schlacht geführt, dass ihre Seelen heute geläutert werden können. Wollen wir sehen, ob sie uns weiter begleiten können? Bruder Ahmed, wen nominierst du? Verzeihung, ich denke, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, Leute zu nominieren. Wir haben wichtigere Sachen zu besprechen. Hört ihr das? Wie ist es mit dir, Jalan? Hast du jemanden zu benennen? Werde ich aufgehalten, wenn ich auf ihn zutrete? Ja. Blickt da mal in den beiden Söldnern, die ihn den Weg versperren, sehr scharf in die Augen. Ich nominiere Bruder Ahmed. Er hat verdient und im Namen seiner Göttin gekämpft. Und sollte uns allen ein leuchtendes Beispiel sein.
Hört, hört! Er zischt dann noch unter seinem Atem zu dem Söldner. Was soll das? Lasst mich durch. Ihr seid nicht mehr der Kapitän, Herr. Verzeihung. Einfach da was. Ja, Herr Alan. Dürfte ich doch wohl bitte mit euch reden. Nachher wird dafür Zeit sein. Nun aber noch zu den schönen Denken. Blicken wir zu Hafen zurück. Edle Romilly. Habt ihr jemanden, den ihr als besonders mutig heute empfunden habt? Jemand, der sich hervorgetan hat, der belohnt werden soll, über seinen Sold hinaus? Romilly kniet am Waldrand und hört dich nicht. Okay. Na, und ihr, Fenrich, ihr habt heute selber sehr tapfer gekämpft. Wer glaubt ihr, hat es heute verdient? Ich schaue dich einmal eine Weile an, blick mich dann um zu den ganzen Männern, die ich hier sehe. Und zeige dann auf einen Söldner aus der Truppe, die ich angeführt habe, den ich gesehen habe, dass er gegen den Goder sich gut gehalten hat. Sprich, nicht verreckt ist. So, wie ist dein Name? Mein Herr, ich bin Rodrigo. Rodrigo, herzlichen Glückwunsch. Möge dein Heldenmut auch in den folgenden Tagen und Wochen und Monaten uns begleiten. Vielen Dank, Herr Fenrich, Herr Kapitän. Leider gibt es auch einige Dinge, die nicht so schön sind. Bei der vorletzten Offiziersbesprechung ist es zu einigen Dingen gekommen, die nicht ungeahndet bleiben können. Eder Jarlan von Greifenmund, ihr habt einen Geweihten der Herrin Rondra aufs Übelste beleidigt. Eine Woche kein Alkohol. Immer die Augenbrauen hoch. Sag aber noch nicht. Ich schaue mich über die Schulter, such Fragen zu Ahmad. Ja, der erwartet ab, was jetzt passiert. Was da für eine Strafe auf ihn zukommt. Ich tue da noch mal ein paar Schritte zurück, dass ich auf Flüsterdistanz neben ihm stehe. Lasst ihn die Verkündung vielleicht noch erst machen. Es ist, glaube ich, besser für die Moral, wenn wir ihn unter sechs Augen abfangen. Leiter der Neuen, Ahmad, ihr habt bei einer Offiziersbesprechung die Beherrschung verloren und die Hand gegen einen anderen Offizier erhoben. Ihr wurdet nur provoziert durch Worte. Habt ihr aus den Augen verloren, gegen wen wir streiten müssen? Heute habe ich euch gesehen. Ihr habt es nicht. Aber so etwas darf nicht geschehen. Ein Offizier ist nicht weniger entbunden von seinen Pflichten, von seinen Verpflichtungen. Und er wird auch zur Rechenschaft gezogen, wenn er über die Stränge schlägt. Euer Gnaden, eine Woche für euch. Nein! Eine Woche auch für euch. Kein Alkohol. Und für den Schlag gegen Jarlan von Greifenmund 3 Peitschenhiebe. Euer Gnaden, ich muss protestieren. Morgen, am nächsten Morgen, ausgeführt vom 1. Mart. Euer Gnaden, ich muss doch stark protestieren. Als Gewalter der Ronda ist es sein gutes Recht, wenn seine Ehre beleidigt wird, mich durch einen Schlag herauszufordern. Geht er weg oder hört er sich das noch an? Er hört das noch, aber er geht weg. Auf die Arche. Nun, das lief nicht sehr erfolgreich. Wir sollten mit ihm reden auf der Arche. Ja, du siehst, dass Ahmad gerade sehr wütend wirkt. Und, einmal gerade, wer daran hält, die Fassung nicht zu verlieren. Das Archon Typhon gewagt hat, ihm eine Strafe aufzuerlegen. Das ist lächerlich, euer Gnaden. Ihr wart absolut und auch im Recht. Wir sind schließlich unter Ehrenmännern. Nun, unser derzeitiger Kapitän ist keiner. Wie gesagt, der Stress. Ich bin mir sicher, es lässt sich klären. Ich kenne den Mann schon lange. Der Stress? Der Stress. Ihr wisst schon, die Steuerfrauen im Zaum zu halten und gleichzeitig Kapitän zu sein. Hör zu, Jarlan. Dieser Mann, wird jetzt wirklich sehr leise zu ihm sagen, hat mir gestanden,
das Ergaben von der Herrin der tiefschwarzen See bekommen hat. Ja, dann fallen dann so ein bisschen die Augen aus den Höhlen. Er hat was? Er hat was? Dieser Mann, deutet er auf Badaios, der gerade Höhlengrotte betritt. Ein Traktierer. Und er wagt es, mich zu bestrafen. Seid ihr euch da ganz sicher? Er hat es mir selbst gestanden. Yalan weiß, dass er hat daraus, dass Bündijan gesagt hat, und Bündijan hält das für eine magische Begabung. Nicht mehr. Ihr meint aber nicht, er sagte einmal, er könnte jetzt zaubern, das war nach Maraskan. Nein, davor sogar schon. Wir haben ihn von einem Magier untersuchen lassen. Siehst du nicht, das ist die Macht der Erzdämonen. Ja, während Archon Typhon durch seine Arche läuft und vielleicht gerade neben sich schreitend wie eine Ehefrau Charybdoroth sieht, die sich doch etwas verändert hat und nicht mehr ganz so eloquent aussieht, sondern du kannst sehen, wie sie wohl Unwasser verliert, wie sie einige Tentakelauswüchse hat. Das sind Stellen, die du vorher noch nicht an ihr gesehen hast. Kannst du sehen, wie Magistra Kohlrab auf dich zugeht. Verzeiht, euer Gnaden, ich habe eine Frage, Herr Kapitän. Ja. Wie haltet ihr es eigentlich mit dem Somnigravis tiefer Schlaf Ohnmacht? Wenn er noch einmal benötigt wird, werde ich noch euch schicken. Du fällst um. Wow. Und damit beenden wir die Runde. Wow, was? Dann.